So, da bin ich wieder. Kleines Training noch. Ich hab nichts verpasst. Ich bin immer noch an derselben Stelle. Ich begebe mich schon langsam zum Ausgang des Waldes, denn ich würde mal sagen, jetzt entwickelt sich mein Flendi weiter. Schnabel, jawohl, das ist eigentlich nicht schlecht. Den Schnabel brauche ich ja wahrscheinlich noch für die zweite Arena in Faustauhafen. Flendi, entwickle ich, Chickwink. Nur ein kleiner Leck von meinem VLC Media Player. Und Doppelkick. Auch nicht schlecht. Also, die Attacke passt einfach perfekt zu Jungblut. Knut. Machen wir das nicht direkt so aussehen lassen wie ein Goomba von Mario. Aber ist ja kein Mario-Spiel. So. Jetzt kämpfe ich mich durch dieses erbärmlich hohe Gras hoch durch, oder ich will einfach noch raus. So ist, oh verdammt, oh du Missgeburt, lass mich raus. Schnallen. Und die Arena besuchen. Bekämpfen wir alle Trainer. Ich werde sie alle mit Doppelkick weghauen. Ja, da war eigentlich ganz einfach. Es kommt ein Doppelkampf. Ja, Hydropi und Tackle. Das ist scheiße, aber ich kann nicht anders. Aber sie haben nur Kleinstein dabei. So, dasselbe. Ah, dies habe ich zweimal gebraucht. Bin Doppelkick. Aber egal. Wahrscheinlich auch nur deshalb wegen Einigler. Ich habe es nicht aufgepasst. So, gegen Meta, Rost, Daniel, Reiner drin. Felicia muss ich nicht unbedingt speichern. Ich mach schon alleine fertig. Nassknet, die Defensivblockade. Anosch. Tuki, was geht? Ja, es kommt die Sinelbeere. Reicht nicht? Ich weiß es. Es kommt Trank. Was sagt ich? Aber jetzt reicht es. Und Nummer 1 für mich. Ja, jetzt kann ich endlich auch vor allem nur eins das Schneider einsetzen. Doch wo bekomme ich die vor allem nur eins das Schneider her? Nachdem diese Schnitzeljagd beginnt, gehe ich mal hier in diesen Haus rein, denn da befindet sich der Mann, der mir diese vor allem geben möchte.
501. Jetzt gehe ich schnell ins Pokémon Center. Heilen. Mach schon mal. In den Markt gehe ich jetzt auch. Ich schaue mir einige Bälle. Ich kaufe mir 15. Hat reicht schon. Na. So, jetzt gehe ich diesen Rüpel jagen. Ich hoffe, der Metaflow-Tunnel habe ich erfolgreich befreit von diesem Flummel, weil die haben mich immer aufgeregt. Ich habe die Flummel, glaube ich, weggemacht. Ich weiß es nicht, ob die weg sind. Werden wir aber gleich herausfinden. Geht ja wunderbar schnell jetzt. Das sollte ich immer nur so zocken mit Mucke im Hintergrund. Also hier sind Flummel, das ist schon mal sehr klar. Das habe ich auch nicht hier nicht weggemacht. Dann kämpfe ich schon mal weiter mit diesem Let's Race Tempo. Der nächste Doppelkampf steht an. Komm, lass mich den Fangen schmier jetzt. Ach, gar nicht. Ist ja klar, was ich zuerst wegmache. Und zwar Knilz. Den Knilz kann Sporenwirt. Heißt, ich bekomme eventuell durch Kontakt mit einer Attacke, zum Beispiel Kratzer, Tritt oder also Doppelkick und so ähnliche Attacken. Das ähnliche Statik. Und zwar werde ich einfach eine Schadensveränderung bekommen. Und zwar zufällig. Also Schlaf, Paralyse. Nur brennen werde ich nicht. Und Hydropik kann endlich die Aquaknarre. Das wurde auch endlich mal Zeit. Den noch besiegen. Mein Chick wegen schon auf Level 19. Aber ich hätte durchaus auch schon zu Hydropi tauschen können. Aber ist egal. Hier ist Pekos. Ich wollte schon Großvater sagen. Ich sage einfach mal Trainer. Anscheinend tauchen hier keine wilden Pokémon auf. Das heißt, ich hatte Erfolg gehabt mit den Flummel entfernen. Was war's Map? So. Die Devon waren habe ich erhalten. Das ist von den grünen Agenten von der Devon Corporation, den wir auch in Mückenburg bald gesehen haben. Und auch den Aqua-Rüpel hintergelaufen ist und den wir auch gerade eben gesehen haben. So, jetzt können wir auch eigentlich mit dem Opa Boot fahren nach Forsterhafen. Das ist nämlich unser nächstes Ziel. Ich habe ein bisschen mehr Gras hingetan. Schon ein Pokémon, das fliegen kann. Oh. Schwein gehabt. Wäre fast drauf gegangen. So. So, jetzt will ich eigentlich weitergehen. Aber ich bekomme erstmal einen Superball und gleich von dem Präsidenten. Und zwar ist das der Vater von Treutrum. Den Poké-Navigator. Das ist ein sehr nützliches Gerät, wo ich andere Leute anrufen kann. So ähnlich wie der Pokécom aus Gold, Silber, Kristall, Hart, Gold und Soul Silver. Und ich kann da auch gucken, gegen welche Trainer ich nochmal kämpfen möchte. Einige haben nämlich
vor eine Revanche zu haben gegen mich. So, jetzt kommt der Idiot und sagt, ich sollte den Präsidenten anrufen. Mach ich. So. Wer ist reingegangen? Ich werde jetzt ein paar beenden. Und zwar erstmal muss ich die Mucke pausieren. Gleich eine neue Playlist erstellen, weil ich hatte nur nicht sehr viele drin. Ja, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Part.